Lena, sag uns einmal ganz schnell, wen hast du hier am langen Zügel? Das ist Carlo Noir. Warum Langzügel? Du machst das ja relativ viel, vor allen Dingen auch mit den Hengsten natürlich. Warum? Ich glaube halt, also ich habe tatsächlich mit einem speziellen Hengst damit angefangen und das hat halt so gut geklappt, dass ich das eigentlich im Prinzip fast auf alle meine Hengste übertragen habe und mache das jetzt ganz regelmäßig mit allen eigentlich. Es geht in erster Linie bei dir am Langzügel ums Anpiaffieren, meines Wissens, oder? Genau, also einerseits ja, ums Anpiaffieren, genau, so habe ich im Prinzip damit angefangen und habe dann aber oder recht schnell feststellen können, dass das super ist für die Hengste, um so ein bisschen die Rangordnung, sage ich mal, herzustellen zwischen mir und dem Pferd. Und habe ich am Anfang, wie gesagt, das war gar nicht meine Intention und das ist dabei entstanden und mittlerweile will ich es überhaupt nicht mehr missen. Also ist richtig. Ist er denn so einer, der gerne ein bisschen dominant ist oder eigentlich eher nicht? Also ich glaube, wir sehen so, wie er hier steht, das ist schon richtig ein Hengst. Und das, sage ich mal, gerade so in der Decksaison ist das, glaube ich, auch, ist es einfach verständlich, dass die natürlich schon auch richtig wach sind und richtig an sind. Und er eben schon auch, er weiß schon, wer er ist. Er ist so ein richtiger Macho, richtiger Mann. Und auch über diese Arbeit, es hat mir wahnsinnig viel geholfen, so einen Zugang zum Pferd zu finden. Also du hattest ja sowieso eine super Saison, aber auch mit ihm. Sag noch mal ganz schnell, was war der totale Moment für dich mit ihm dieses Jahr? Einer kommt ja hoffentlich dann noch. Ja, also ich glaube, wenn man ein Pferd zum Burgpokal qualifiziert, ist es schon der Moment im Jahr. Also das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und das ist was ganz Besonderes, glaube ich, sowohl fürs Gestüt als auch für mich, sage ich mal. Das ist immer wieder was Besonderes, wenn man für einen Burgpokal Pferde qualifizieren kann, weil es gibt eben nur diese 12, die es schaffen und immer nur der eine, eben der Sieger. Und das war schon, glaube ich, unser Moment dieses Jahr. Und als du da aus der Prüfung kamst, hast du am Hintern schon gefühlt, das war's? Es war so, dass auch das ist so ein bisschen, glaube ich, typisch Lena. Ich bin rausgeritten und habe gewusst, dass besser hätte er es nicht machen können. Also für Okay. den Trainingsstand, den wir zusammen hatten, ist uns, glaube ich, eine wirklich optimale Runde irgendwie geglückt. Und ich habe gedacht, egal was dabei rauskommt, besser kann das Pferd es im Moment nicht machen. Und Also das, stolz warst du, egal was die Richter ja, gesagt haben. Sehr gut. genau. So, und jetzt fangt ihr an, so ein bisschen Piaffe-Arbeit zu machen hier. Genau. Wir Und können ja einfach mal loslegen. dabei Also, wollte ich gerade sagen, jetzt sind genau. wir mal still und lassen dir mal Arbeitsplatz. Ist jetzt natürlich ein bisschen fies so aus dem Quatschen raus, aber ganz ganz brav, ganz brav. Brav, Spitze. Brav. Gut so. Brav. Das war ein bisschen doll. Spitze, brav, gut gemacht. Ganz brav gemacht. Super. Wie lange machst du das? So lange, wie du fühlst, dass er Spaß hat? Oder jetzt hat man ja gesehen, er wurde ja immer sicherer, immer Genau. aktiver und Darum dann. habe ich gesagt, es ist ein bisschen fies so aus dem Halten. Ja. Natürlich müssen sie schon so ein bisschen wach sein und wissen auch, was kommt. Darum,
versucht dann schon, jetzt habe ich gemerkt, da ist er so ein bisschen, wusste er nicht so richtig was. Mhm, und dann muss ich, dann kriegt er seine Zeit, die er braucht, und er macht es ja richtig toll. Also er hat ja richtig viel Talent. Er will richtig weg, ne? Genau, er will richtig vom Boden weg. Und ich mache das tatsächlich, also das ist so ein bisschen eine Sache, habe ich von Morten Thompson eigentlich tatsächlich so ein bisschen übernommen, weil er halt sagt, lieber ganz viele kleine Einheiten sozusagen und dann schnell loben, wieder brav. Und weil das ja schon so ist, und das merkt man auch so in der Arbeit, dass es, der ist halt wahnsinnig motiviert, wenn ich schnell sage, brav, stopp und nochmal, als dass man ewig lange piaffieren, weil das, er kann das, er hat von der Sache her macht er es richtig gut, hat eine unheimlich gute Technik so. Und es geht ja immer darum, dass man die so motiviert wie möglich. Die müssen das wollen, die müssen es richtig wollen. Und über die Arbeit ist es ganz, ganz interessant bei ihm zu sehen. Finde ich, hat man jetzt auch schön gesehen, dass er wirklich gesagt hat, okay, ich weiß, brav und nochmal und brav und wieder nochmal. Und eigentlich von Mal zu Mal hat er gesagt, ja, ich weiß, ich mache das schon gut. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Und jetzt hast du noch eine spannende Einheit. Dann sehen wir uns gleich wieder. Du bist ein Quatschkopf, ne? Ein Quatschkopf.